Hey ho, und damit herzlich willkommen zurück hier zu Ni no Kuni 2 mit mir, dem Scherbenklang. Und hoch, wir haben gerade außersehen die Attacke gestartet. Ich weiß nicht, ob ihr das noch gesehen habt, ob das noch mit in der Anlage, in der Aufnahme drin ist. Und wir sind eigentlich gerade auf dem Weg zu den Windschlangenklippen. Haben hier durch eine Martha, die Tante Martha, diese Gnuffis kennengelernt. Kleine Naturgeister, der Kleine ist gerade hier gestolpert, der Arme. Und haben jetzt hier, aber allerdings unterwegs diese Wimmer Höhle hier gefunden. Da befinden wir uns gerade drin. Und ich frage mich natürlich so ein bisschen, was hier auf uns wartet. Wir haben hier auf jeden Fall überall so ein paar kleine Schätze. Ein paar Gegner waren am Anfang Level 8, also noch zu schlagen. Und hier ist so eine komische Tür. Und ich frage mich gerade ein bisschen, was das hier ist. Und ich würde sagen, wir schauen uns das Ganze mal ein bisschen näher an. Könnte vielleicht eine Art Portal zu so einem Endbosskampf oder sowas sein, schätze ich gerade. Wir werden es herausfinden. Eine merkwürdige Tür, die eine merkwürdige Aura ausstrahlt. Ja, definitiv. Aber du kannst sie nicht öffnen, denn sie ist fest verschlossen. Ah, okay, das heißt, wir können hier noch gar nichts machen. War auch gut zu wissen. Dass wir hier dann noch gar nicht so richtig durch können. Ah, die hängen überall so große Kristalle an der Decke, ne? Voll schön, ey. Ich weiß nicht warum, ich finde, das ist ein bisschen so eine Lavahöhle, ne? Und da oben sind sogar Malereien von irgendwelchen Menschen oder irgendwelchen Wesen, die hier leben oder gelebt haben. Sieht ein bisschen aus wie so Quallen, ne? Ah, vielleicht sind das auch schon Hinweise auf den Gegner, der da vielleicht hinter der Tür lauert. Kann ich mir gut vorstellen. So, dann gehen wir hier mal weiter. Ich finde es auch süß, dass wir hier diese kleinen Schiebefigürchen haben und dann hier so über die Weltkarte rennen. Was ich nur ein bisschen cooler finden würde, wenn man irgendwie nur rennen könnte. Das geht aber irgendwie nicht. Springen kann man immerhin. Ja, gefühlt läuft man doch schon ein bisschen langsam. Eine kleine Sprintanzeige wäre da schon ganz cool. Weil ich denke mal, die Areale werden höchstens größer und nicht kleiner. Wird das vielleicht nach der Zeit ein bisschen anstrengend, aber kleiner Makel. Das werden wir ja danach mal sehen, wie es ist. Ein Level up. Na, wir haben schon alle besiegt hier. Und ich finde es cool, dass wir hier den Loot nicht verlieren, wenn wir den nicht schnell genug aufsammeln. Der bleibt dann einfach hier liegen. Das finde ich gut überlegt hier. So, hier ist das Hügelland und da hinten links wird irgendwas so Rotes angezeigt. Was heißt das wohl? Gehen wir da erstmal lang? Eigentlich sollen wir ja nach Osten, ne? Ja komm, wir machen erstmal ein bisschen Story. Wir laufen jetzt erstmal nach Osten. Zu diesen Windklippen. You ready for this? Ach, das war's schon. Die ganzen Schätze und das ganze Geld hier noch eingenommen. Klang, klang. Noch mehr von denen hier. Und der ganze Ende hier mit denen. Okay, den haben wir schon besiegt. Jetzt das Item mitgenommen? Nee, wir sind da gerade einfach dran vorbeigelaufen. Ein Kraut, ja super. Wo muss ich denn eigentlich hin? Da vorne soll das sein. Hinter diesem großen Objekt da vorne. Ein Dornowolf? Okay. Also diese Rundum-Attacke, die ist echt gut. Oh oh. Sehr schön. Gewonnen. Was ist das denn da vorne? Ach, auch ein Schild. Chinkiller. Was für ein Name, ne? I'll do my best. Alle drei noch getroffen.
Guck mal, man kann sogar richtig so, ne, immer schießen und ausweichen. Also das Kampfsystem gefällt mir echt gut. Ich glaube, so ähnlich war das damals auch für dieses PlayStation 2 Spiel. Rogue Galaxy hieß das, glaube ich. Da habe ich das Spiel nie besessen. Ich habe mir das nie kaufen können. Aber ich glaube, da war das Kampfsystem auch so, wenn ich das richtig in Erinnerung habe. Damals jeden Testbericht und so verschlungen. Dann habe ich mir das leider nie kaufen können. Es gibt leider keine Neuauflage zum Computer. Das finde ich echt schade. Das soll auch ein sehr gutes Spiel gewesen sein. Oh, 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 oh. Aufpassen hier. Ich habe gerade nicht diese Fähigkeit gehabt. Gerade irgendwie verbraucht. Okay, die Magieangriffe machen nicht so viel. Gewonnen. Du erhältst ein wirres Fell. Okay. So, hier scheint es hinzugehen. Das sieht aber gruselig aus mit den großen Knochen. Windschlangenklippen. Okay. Ja, vielleicht sind das ja riesige Knochen von Windschlangen. Wenn ja, sind die aber echt groß gewesen. Ich meine, schaut euch das mal an hier. Wow. Um zur Stätte der Sonne zu gelangen, müssen wir also dieses Tal durchqueren? Ja, aber das ist leichter gesagt als getan. Die Stätte der Sonne liegt jenseits der Windschlangenklippen. Auf einer einsamen Insel im Meer vor der Küste in der Nähe der Melanzani-Ebene. Das klingt nach einem verdammt weiten Weg. Aha. Dann brauchen wir also ein Schiff. Ja. Aber zuerst müssen wir durch dieses Tal. Danach können wir uns überlegen, wie wir das Meer überqueren. Okay. Ein fremdes Gebiet. Gut, einmal eben speichern hier. Ich glaube, das ist eine gute Idee. Vielleicht müssen wir danach ja auch Richtung Westen, ne? Wir sind ja jetzt gerade Richtung Osten angebogen. Kann ich mir ganz gut vorstellen. Hey. Ja, stimmt, das ist ja das Revier der Luftpiraten. Bin ich mal gespannt, wann und wo und wie die hier auftauchen. Ja, und wir haben so einen Schnellreisepunkt gefunden. Schlängelnde Schluchten. Wow, was für ein Gelände hier. Schaut euch das mal an hier. Wow. Wie schroff das ist, ne? Was für Berge hier. Und überall sind hier diese Skelette mit drin. Als ob die da so aus diesem Fels irgendwie rauswachsen. Das ist ja abgefahren. Haben wir ein bisschen Gold gefunden. Was ist das hier? Ach, guck mal. Geschenka-Schuppa. Abenteuer-Gluffy. Du erhältst 5 Göttertränen. Was sind denn Göttertränen? Ist noch so ein kleiner? Liefer-Gnuffi. Hey da, für die. 3 Paradiespuddinger. Und ein Beutel Mondgold. Da, gute Sache. 5 Perlen erhalten. Ach, das ist ja süß hier. Also auf die sollten wir ein bisschen Auge drauf haben, dass falls mal irgendwo solche von den Gnuffis rumstehen, dass wir die unbedingt ansprechen. Oh, Frikadellen. Oh, ich habe schon so lange keine Frikadellen mehr gegessen. Ist ja richtig lecker jetzt gerade. Goldi Blinker. Gibt er uns Geld hier oder was? 5 Flakons Allheilmittel. Okay. Noch mehr von denen sind hier nicht, ne? Sollten wir ein bisschen drauf achten hier. Kann man auch relativ schnell übersehen. Wer bist du denn hier? Fahrender Händler. Ah, ein Händler. Cool. Hier, das mit dem Lama da. Das ist ja witzig. Oder was auch immer das da ist. Oh, ihr seht mir aber nicht wie Luftpiraten aus. Wie wäre es mit ein paar Kräutern für eine sorgenfreie Weiterreise? Well, now. Bist du ein reisender Händler? Was machst du in einem gefährlichen Ort wie diesem? Tja. Ich hatte bis vor kurzem einen Stand in Katzbuckel, aber es gab einen Putsch und ich befürchte von nun an, als Nicht-Maus geächtet zu werden. Stimmt, jetzt auch ein anderes Tier, ne? Was ist das wohl?
Und so bin ich eben hier gelandet. Da gehört er zu den Katzen. Das könnte sein. Oh. Oh, du bist also auch aus Katzbuckel. Hey. Du etwa auch? Moment mal, Majestät. Seid ihr es? Ihr seid am Leben? Was für ein Glück. Es gab im MacBook so viele Gerüchte über euren Tod, dass sich für mich gar nicht die Frage nach deren Wahrheitsgehalt stellte. Wahrheitsgewalt kennt man, ne? Haha, noch schlage ich mich irgendwie durch. Hey Even, was ist denn ein MacBook? Wieder irgendeine Art von Magie? Keine Ahnung, ich höre das auch zum ersten Mal. Wie, ihr habt noch nie was von einem MacBook gehört? Das ist der neue Schrei aus dem Mac-Baum, woher auch sonst. Wenn ihr immer das Neueste aus der Welt wissen wollt, kommt ihr darum auf keinen Fall herum. Und es ist handlich, dass es in die Tasche passt. Klingt nach so einer Art Handy oder so, ne? Huch, da kam wohl der Verkäufer mit durch, was? Haha. Verstehe, es ist also so etwas wie ein Gerät zum Abrufen von Informationen. Das wäre mit Sicherheit von Nutzen für uns. Ich frage mich gerade, ob er sein Handy danach auch noch irgendwie benutzen kann. Vielleicht gibt es ja auch so eine Art Funknetz über Magie, wer weiß. Wie viel kostet denn so ein Ding? Willst du es wirklich wissen? Dann halte ich fest. 100.000 Gulden. Aber was tut man nicht alles, um nicht von gestern zu sein, nicht wahr? Das ist aber ein Spottpreis, ey. Aber wenn ich mir eure Situation so betrachte, kann ich es euch wohl kaum zu diesem Preis andrehen. Ja, was soll's. Ich gebe es euch umsonst. Ihr braucht es im Moment sicher dringender als ich, kleiner Händler. Das ist sehr nett von dem Herrn, dass er uns gerade hilft. Was? Bist du dir sicher? Ja, nehmt es nur. Wenn ich euch damit auch nur ein wenig behilflich sein kann. Du hältst ein MacBook. Neuer, wichtiger Gegenstand. Thank you. Sogar sehr. Vielen, vielen Dank. Wir versprechen, dass wir vorsichtig damit umgehen werden. Farewell. Keine Ursache. Versprecht mir nur, dass ihr eure Besorgungen auch demnächst wieder bei mir erledigt. Bis bald. Das MacBook. Das sogenannte MacBook ist ein von Mac-Baumarkt Genies entwickeltes Gerät, auf dem Informationen von überall aus der Welt einsehbar sind. Du findest es über das Hauptmenü im Almanach des Wissens. So vielfältig die Personen, die dazu beitragen, so mannigfältig und von hohem Nutzen sind auch die Informationen, die du darin finden kannst. Wenn jemand einen neuen Eintrag macht, wirst du durch eine Mitteilung darauf hingewiesen. Bla 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 bla, und dann können wir es öffnen. DLC, Rolands Notizen? Aha, ja stimmt, wir haben ja die ganzen DLCs, ne? Was ist denn das hier? Labyrinth des Geisterkönigs. Oh, das klingt aber gruselig. Sind wir ab sofort in der Lage, Rolands Notizen zu finden, die über diese Welt, die er über diese Welt verfasst? Ach so. Und die können wir dann auch da abrufen. Okay. Was haben wir denn hier alles? Meine Großmutter hat immer gesagt, dass es Glück bringt, wenn man am Obelisken, eine Opfergabe ablegt. Ich habe jetzt mal mein ganzes altes Zeug geopfert, aber bisher noch nichts Besonderes passiert. Okay. Von Candy. M. Solenthal. Das ist ja echt wie so ein Facebook oder so, ne? Staatsstreich in Katzbuckel. Ich glaube, ich spinne. In Katzbuckel hat sich ein Putsch ereignet. Und der Anführer der Putschisten ist ausgerechnet Ratolion, ehemals Leopolds rechte Hand. Von Neukönig Ivan fehlt jede Spur. Wie geht es jetzt weiter mit Katzbuckel? Seid ihr da alle wohl auf? Okay. Bald ist es soweit von Henry. Heute wird Prinz Ivan den Pakt mit Belgrasin heißt das, glaube ich, erneuern. Wenn ich daran denke, dass damit ein neues Kapitel in unserer Geschichte beginnt, wird mir ganz feierlich zumute, wenn bloß das Wetter nicht so bescheiden wäre. Was sind das hier für Dinger? Zwei, elf, zehn? Was heißt denn das da unten, diese kleinen Sprechblasen da rechts? Das weiß ich noch nicht so genau. Ein neuer König für Katzbuckel. Katzbuckel bereitet sich nach dem König Leopolds Tod auf die Krönung von Prinz Ivan vor. Belgrasin wird im Schloss erscheinen, um mit dem Thronfolger das Wächterband zu erneuern. Und die ganze Stadt ist in Feierstimmung. Wir wünschen König Ivan alles Gute für die Zukunft. Ja, das ist ja dann scheinbar nie geschehen, ne? Die Krapfen aus dem Futternapf in Katzbuckel sind jetzt in aller Munde. Wer noch keinen probiert hat, jetzt unbedingt zuschlagen. Ihr werdet es nicht bereuen. Was waren denn nochmal Krapfen?
Berliner waren das, ne? Eigentliche Berliner, die man auch Pfannkuchen nennt, ganz gruselig. Berliner, Punkt. Ich meine, das war, glaube ich, das Wort für Krapfen. So, Finn, wer ist eigentlich Max Solenthal? Ich habe mir neulich ein MacBook besorgt und da ist mir dieser Max Solenthal aufgefallen, der ständig postet. Weiß jemand, was es mit ihm auf sich hat? Das ist wahrscheinlich der hier, ne? Der postet hier wohl. Sonst können wir hier nicht viel machen, ne? Welcome. Hallo, hallo, hallo. Wollt ihr einen Star? Dann habe ich genau das, was ihr braucht. Ja, ich versuche erstmal was zu kaufen. Mal gucken, was es da so gibt. Wir haben gerade... Wie viel Geld haben wir? 1278 Gold nur. Oder Gulden heißt es ja hier. Boah, das ist nicht viel, ne? Wir können hier einen Umhang kaufen. Der lohnt sich aber nicht wirklich. Wecker. Ah. Wecker mit ohrenbetäubenden Klingeln. Sorgt für Tinnitus, bis der Arzt kommt. Weckt einen Freund aus dem Schlaf. Okay. Engelstrainer halt die Leute. Ah, okay. Hefebrötchen. Ich würde, glaube ich, mal ein paar von den Heilkräutern kaufen. Vielleicht so 5? Let's see if we have what you're looking for. Und hier können wir auch noch Sachen verkaufen, ne? Können wir hier diese ganzen alten Waffen, also was verkaufen. Aber ich behalte die erstmal noch. Noch kommen wir ja so ganz gut durch und ich glaube, ist es nicht klug, erstmal die ganzen Sachen zu verkaufen. Ich weiß ja auch nicht, ob wir danach nicht nochmal irgendwelche Sachen machen können, ne? Alte Goldmünzen aus dem Mondland. Nutzlos, aber ein beliebtes Sammlerobjekt. 2000 Gold wert. Die ganzen Sachen sind hier fast gar nichts wert. Davon haben wir aber auch 3 Tonnen, ne? Fallmöhre 4. Ich finde es ein bisschen schade, dass hier nicht die gesamte Anzahl steht, ne? Ja, ich glaube, wir haben erstmal alles. So, ich würde sagen, wir speichern dann nochmal. Dann rennen wir eben zurück, bis wir da jetzt dann wirklich uns reinwagen. Ach, ich kann ja auch eigentlich durch das Hauptmenü speichern, ne? Ich vergesse das immer. So, einmal bitte speichern. Sehr schön, vielen Dank. Ah, wir haben auch schon die ersten 2 Spielstunden, ey, krass. Ah, die Gegend hier ist echt verrückt. Liegt da was rum? Ah, hier haben wir ein paar von Rolands Notizen gefunden. Notiz 1, Test. Ah, passwortgeschützte Datei. Warum hat er denn so einen Namen? Das ist ja komisch. Mein Smartphone-Akku hat länger gehalten als gedacht, aber jetzt ist er endgültig leer und aufladen kann ich ihn in dieser Welt sicher nirgends. Dafür habe ich diese versteckte Mimo-Funktion des MacBooks entdeckt und werde hier zukünftig meine Notizen speichern. Also die scheinen dann wohl nicht in die Welt hinaus geschickt zu werden. Ich frage mich nur gerade, was hier dieser Smiley bedeutet, rechts neben dem Namen von den Personen. Da steht ja so eine 4 und hier steht eine 8, dann eine 10. Ist das vielleicht die Reihenfolge oder ist das irgendwie so Likes? Irgendwas muss das ja bedeuten, ne? Was, wir haben eine Magia Damia erhalten. Okay. Watch your back. Krippli? Ach, die sind ja zum Glück sehr, sehr schwach, ne? Eine Pustefee. Ah, die sind hier also... Machen hier also Windschaden und so, denke ich mal, ne? Haben wir hier noch? Ja, von diesen Chinchillas hier. Na, könnt ihr hier nicht schnell so ein Teil bauen? Jetzt gerade geht's nicht. Ah, jetzt kann es gehen. Ah, wir haben schon gewonnen. Okay, also in den Dungeons bleiben wir in diesem Modus. Dass wir hier auch direkt kämpfen können. Und auf der Oberweltkarte wechselt das dann immer, sobald wir da einen Gegner finden. Und er uns findet. Oh, was passiert jetzt? Sieh mal, was ist denn das da vorne? Ein Kreisel? Was ist das? Ein Propellerklee, eine Art Kraut, die hier im Tal heimisch ist. Okay.
Seine Blätter drehen sich und lassen eine leichte Brise entstehen. Okay. Hm. Nun gut, wir haben keine Zeit für Botanik. Ich habe ihn mal in einem Buch gesehen, aber in echt sehe ich ihn zum ersten Mal. Ah, tut mir leid. Wir sollten wohl besser nicht trödeln. Mit dem können wir doch bestimmt irgendwas machen, oder? Oder können wir bestimmt irgendwie hochfliegen. Wir sollen jetzt auch eigentlich geradeaus. Wo sind wir denn? Wir sind da oben. Kann ich den hier vielleicht irgendwie aktivieren? Na, leider nicht, ne? Hätte jetzt gedacht, dass wir da drauf uns festhalten können, dann transportiert er uns nach oben. Aber vielleicht kommt das noch, ne? Wir sind ja auch noch nicht so weit im Spiel. Diese Mechaniken werden ja auch erstmal langsam eingeführt. Ja, diese Fernkampfattacken sind auch ganz cool. Uns war hier nichts, ne? Wir haben alles gut. Was für eine Landschaft, das denke ich mir auch, ey. Ziemlich beeindruckend. Ja, auf jeden Fall. Völlig abgefahren hier, die Gegend. Vor allem, wie tief es da runter geht. Schaut euch das mal an. Das sind mehrere Kilometer, würde ich behaupten. Die Musik wirkt hier sehr bedrohlich, ne? Oh, was ist das da für ein großer Ork da hinten? Da will ich jetzt eigentlich noch nicht drauf. Ich würde eigentlich gerne erstmal nach hier oben. Oh, wir haben uns gerade. Was, ein Oink Oink? Was steht da? Oh, schnell weg hier! Was bist du denn? Ah, schnell aktiviert das. Was ist das denn für ein witziges Vogel hier? Ich kann den Namen gerade wahrscheinlich nicht lesen. So, die Bombarde. Wow, greift an hier. Das könnte echt so ein Monster aus Zelda sein, ne? Witziger Typ hier. Oh, keine Fähigkeiten frei. So, schnell aktivieren. Feuer frei. Aber wir schießen so lahm. Ah, wir haben noch gewonnen. Puh. Hier ist noch eine Kiste. Das erinnert mich immer an Zelda, wenn man solche Kisten aufmacht und erstmal so ein Lichtschein rauskommt, ne? Zelda Ocarina of Time oder so damals. War das ein tolles Spiel. Könnt ihr mir gerne auch mal schreiben, was ihr denn so für Spiele vielleicht in dieser Richtung gespielt habt, ne? Es gibt da ja sehr viel. Phantasy Star Online, Dragon Quest, Final Fantasy. Zelda ist natürlich nochmal ein anderes Spiel, aber es hat hier so ein bisschen Ähnlichkeiten, finde ich natürlich. Und diese typischen Sachen, die man heutzutage halt hier auch in solchen Spielen macht, ne? So, hier kann ich jetzt für den Weg lang. Okay, hier kann ich nicht hochklettern. Da oben ist auf jeden Fall eine Kiste. Ich sammle jetzt hier erstmal brav das ganze Zeug ein. Da sind noch ein paar Gegner. Ein Abwehrtalisman haben wir erhalten. Coole Sache. Und hier sind jetzt ganz viele Gegner. Oh oh, oh oh. Oh Gott, was passiert denn hier? Also den Gegner auch mal anvisieren, ich vergesse das immer. Da ist ein fliegender Gegner. Ah, mit Fernkampfangriffen können wir die auch sehr gut erstmal runterschubsen. Da können wir sie in aller Ruhe angreifen. So, ist hier noch was? Hier ist auch noch so ein Propellerklee. Lernen wir bestimmt nachher noch irgendeine Fähigkeit mit. Ich drauf wetten. Hm.
Okay, der Trainingsplatz der Piraten, das ist hier ganz in der Nähe. Das ist sogar auf der Weltkarte eingezeichnet, das ist ja spannend. Das sind hier aber wahrscheinlich auch lange dort etabliert. Du wolltest dich, glaube ich, beeilen, ne? Ja, setzen die Attacke ein? Ja, jetzt. Die Bombarde finde ich ja großartig, ey. Dass sie da echt kurz so eine Bombarde aufbauen, dann finde ich echt cool gemacht. Ah, ein Schnellreisepunkt und eine neue Pistole. Eine riskante Wespe. Okay. Ist schon wieder so ein Teil. Damit können wir 100 pro nachher irgendwie interagieren und irgendwo hochtransportieren lassen. So, und hier haben wir noch einen Schnellreisepunkt. Sehr schön. Und hier haben wir noch einen Speicherpunkt. Passt ja sehr schön hier an der Stelle. So, einmal schnell gespeichert. Und ich würde, glaube ich, hier nochmal gleich auf dem anderen Spielstand speichern. Sicher ist sicher. So, jetzt müssen wir hier irgendwie hochkommen. Mist, das können wir wohl vergessen. Aber wir müssen hier hoch. Was sollen wir nur tun? Der Kleine macht gleich bestimmt irgendwie was, ne? Ah ja, genau. Robin Luff hier, hier. Hm? Was meinst du? Komm, komm. Die sind so putzig und drollig und gruselig. Du meinst, wir sollen dir folgen? Der überschlägt sich ja gleich. Folgen wir ihm doch einfach. Gesagt, getan. Rennt jetzt hier irgendwo hin. Was ist hier? Okay. Was machen die jetzt? Ein Gnuffi haben die gefunden. Wie heroisch er sich dahin stellt. Ich verstehe, er wollte ihm helfen. Hallo? Der Kleine konnte sich wohl nicht aus dem Loch befreien. Lang her. Hm, ist das ein Geschenk? Du hältst einen gewöhnlichen Zweig. Was ist das? Ein Zweig, denke ich. Sieht aus wie ein Zauberstab. Aha, ein Zweig. Komm, komm. Was gibt es jetzt? Windweh. Haben jetzt neue Fähigkeiten. Du hast vom Winde verweht erlernt. Was ist passiert? Es hat sich angefühlt wie Magie. Ich glaube, der Kleine hat mich einmal einen Zauber lernen lassen. Gnuffi, Gnuffi. Die Typchen, ey, die sind voll gruselig. Aber irgendwie auch süß. Ich finde sie irgendwie beides voll gruselig und voll süß. Ich glaube, er will, dass du ihn mal diesem Kraut ausprobierst. Dann werde ich es mal versuchen. Und erst nehme ich das da hinten mit. Wahrscheinlich noch so eine Notiz. Report Gnuffis. In dieser Welt gibt es kleine Naturwesen. Gnuffis, vielleicht am besten mit den Feen an unseren Märchen zu vergleichen. Aus unseren Märchen zu vergleichen. Angeblich können nur bestimmte Personen sie sehen. Ich aus irgendwelchen Gründen auch. Nachtrag, ich fühle mich quick, lebendig. Das mit dem ganzen König und alles, das schreibt er nicht rein. Okay. So, kann ich das jetzt aktivieren? Okay. Hui, der dreht sich jetzt aber schnell. Ah, das ist dann wirklich so ein Transporter. Das ist ja witzig. Donnerwetter, ihr Gnuffis seid echt erstaunlich. Dieser Gnuffi beherrscht also die Kraft des Windes. Das können wir doch sicher zu unserem Vorteil nutzen. Was denkst du? Ja, aber sowas von. Hui! Du hältst ein paar löchrige Fellschuhe. Die können wir jetzt einfach runterspringen? Scheinbar ja. Rennt er jetzt uns hinterher? Oder was machen die jetzt? Ah ja, diese rennen uns beide hinterher. Dann würde ich ja gerade aber am liebsten direkt einmal komplett zurücklaufen.
und die ganzen Teile da aktivieren, oder? Ich glaube, ja, ich mache das. Huh? Was haben wir da jetzt auch erhalten? Unterspringen können wir, glaube ich, einfach so, ne? Ja, ich glaube, ich gehe dann jetzt echt den Weg nochmal zurück. Aktiviert diese ganzen kleinen Teile. Hier war nichts, ne? Da können wir dann leider nicht hin. Da müssen wir jetzt aber schon ein Stück laufen, ne? Alter, können wir hochspringen, ne? Normaler Mensch kann ja, glaube ich, so einen halben Meter ungefähr aus dem Stand springen oder höchstens einen Meter. Und hier, ey, das ist ganz schön viel. Ah, jetzt hat er uns voll erwischt hier. Was macht denn da jetzt für ein Tanz? Ist mal auf. Wir haben ihn. Na, bleib stehen. Da ist noch einer. Achso, wir haben gewonnen. Ja, ich befürchte nur, oder ich hoffe nicht, dass wir dann jedes Mal hier nochmal zurücklaufen müssen. Wenn wir was Neues entdecken. Weil dann ja hier jedes Mal auch die Gegner ja neu spawnen, ne? So, wir haben hier sehr gut erwischt hier, die Leute. Jetzt haben wir gewonnen. Ich wollte schon sagen. Hier ist der Kleine. Guck, den aktiviere ich jetzt mal. Und hui. Okay, hier sollten wir vielleicht nicht lang laufen. Wir sind über Level 20. Das heißt, das ist wirklich ein Gebiet, wo wir erst später hingehen sollten. Dann laufe ich doch mal lieber... Alter, dieses Loch hier, ne? Dann laufe ich hier jetzt doch lieber erstmal weiter, da wo wir langs auch sollen. Da wo wir auch lang sollen, so. Wort vertauscht und so. Na? Ne, da kann ich nicht runter, aber hier kann ich runter, ne? Genau. Ah, das finde ich schön, dass wir da nicht so festhängen. Es gibt ja auch viele solche Spiele, wo einfach nur so eine Treppenstufe ist von der falschen Seite, dann können wir da einfach nicht hochgehen. Ich finde es ganz schön, die haben die Entwickler ein bisschen mitgedacht. Da können wir jetzt einfach hochjumpen. Und auch hier einfach runterlaufen und solche Sachen. Das finde ich sehr schön gemacht. So, jetzt ist da hinten wohl irgendwo... das Piratenlager. Jetzt müssen wir da ja auch irgendwie hochkommen, ne? Ach hier. Da ist so ein Teil. Und ich glaube, wir müssen das immer nur einmal aktivieren. Wenn ich das richtig sehe. Und danach können wir wohl direkt da hoch. Es bleibt dann wohl so. Ah, schnell ausgewichen. Okay. Oh, hier sind aber viele Gegner. Oh, diese Vögel gefallen mir gar nicht hier. Okay, wir haben alle erwischt. Erstmal alles einsammeln hier. Da vorne geht es auch irgendwie hoch, aber hier ist noch nichts.
Vielleicht wird dann auch nachher noch so ein Propellerklee irgendwie entstehen oder wir müssen nachher von der anderen Seite runterspringen. Könnte natürlich auch vorkommen, ne? Sieht das ja aus auf der Karte. Ja, könnte sein. Mal gucken. Ach, guck mal, wie lange hier diese Knochen wohl auch schon sein müssen. Da wachsen schon irgendwie Pflanzen drauf. Interessant. Hier ist noch so eine große Ebene. Hier geht nichts. Gott, sind hier viele Gegner. Na, Knuffis, braucht ihr wieder was? Das wäre ganz cool gerade. Das können wir gerade brauchen, wenn ich ehrlich bin. Jetzt. I'm counting on you. So, jetzt können wir die hier schön beschießen. Was sind das für ein grünes Flüppelding? Das rennt mir zu schnell. Ich kann nur den Namen lesen. Steht das Sturm? Sturmmäntel. Huch, der hat mich jetzt aber gerade ganz schön erwischt. Okay, wir haben gewonnen, ne? Wird schon Level 9, ne? Also bisher leveln wir ganz schön schnell. Aber ich denke, das brauchen wir auch nachher. Hier ist auch noch was. Ein schöner Gegenstand. Eine Holzzwiebel. Interessant. Heißt die so, weil die uns zum Heulen bringt oder weil sie selber heult? Das ist ja so ein Mysterium, ne? Also wenn ihr schon mal Zwiebeln geschnitten habt, ich gehe mal davon aus, dass die meisten das von euch ja schon mal gemacht haben. Dann müsst ihr daran bedenken, dass wenn ihr dann anfängt zu weinen, das liegt daran, dass diese Zwiebeln ganz viele gemeine Sachen zu euch sagen. Aber so leise und auf so einer Frequenz, dass ihr das nicht hören könnt. Und deswegen fangt ihr dann im Normalfall an zu weinen. Weil die einen so ganz böse und gemein beleidigen und beschimpfen. Man selber hört das nicht so richtig, man nimmt das eher halt eher unbewusst wahr. Das ist so der Hintergrund des Ganzen hier. Oh. Ich wollte da jetzt eigentlich nicht runterfallen. Geht's da tief runter, nicht runterfallen, bitte. Also ich muss sagen, diese Gnuffi-Attacken sind ganz cool. Aber ich habe so das Gefühl, dass die ein bisschen ineffizient sind, ne? Weil die halt recht lange brauchen, bis man sie dann zum ersten Mal benutzen kann im Kampf. Und bis dahin ist man dann schon wieder, ja, längst fertig mit dem Kämpfen. Ah, jetzt falle ich da schon wieder runter. Ah, Gott, oh Gott. Wie weit ist es denn wohl noch? Rubelfelsen. Okay. Da müssen wir jetzt springen. Jetzt hat's funktioniert. Ja, das ist kalt, das glaube ich wohl. Das ist ja auch Wasser. Und da vorne sind schon irgendwelche Gebäude. Könnte sein, dass dann da vorne die Piraten schon sind. Wow. Was schießt der denn da? Schnell dieses Katapult hier aufbauen. Hat der mich jetzt gerade erwischt? Ah, ausweichen. In Ruhe. Ah, jetzt hat er echt meine Attacke vorher durchbrochen. Ja, also diese größeren Gegner, die haben echt mehr drauf. Ja, das merkt man richtig. Jetzt alle draufgeschlagen. Dann haben wir ihn. Sehr gut. Gewonnen. Wir haben noch ein Schwert gefunden. Ein riskantes Schaschmir. Okay. Kann man hier lang? Sieht ein bisschen so aus, ne? Aber ich glaube nicht, oder? Nee, da kann ich nicht lang laufen. Okay. Wer weiß, kann ja auch sein, dass es hier vielleicht so Geheimwege gibt. Das weiß ich natürlich nicht. Wow, was für eine Gegend. Da unten sind ja richtig Bäume und alles, ne? Crazy.
hier sind nur ganz viele Monster, die besiegen wir mal eben. Ja, diese fliegenden Viecher, die muss ich am besten mal ganz schnell runterschießen. Und schon haben wir gewonnen. Was ich, glaube ich, noch ein bisschen lernen muss, ist öfter die Waffen hier wechseln. Damit die dann stärker sind. Ist halt ein bisschen Übungssache, ne? Ist oben noch ein Speicherstein? Was haben wir da? Ja, hoffentlich hält diese Konstruktion. Das wäre durchaus wichtig. Was ist das denn hier? Ach, guck mal, ein Schnellreisepunkt. Sehr gut. So, und was das da ist für ein kleines Wubbel-Wubbel, das erfahren wir dann morgen in der nächsten Folge hier von Ni no Kuni 2 mit mir im Scherbenklang. Macht's gut, schön, dass ihr da wart. Ciao, ciao.